Ja, moin zusammen und herzlich willkommen, ja, zum nächsten Part. auf der Hornseite im BFA. Ich habe es halt letztes Mal ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, es tut mir leid. Also, wie gesagt, der zweite Part, der normalerweise letzte Woche kommen sollte, kommt diese Woche. Und von daher, ich glaube, das ist okay, ne? Wie gesagt, wir haben dann am 5. den Stream. 5. 4. 5. 4. 5. Das ist ein Freitag. 5. 10. Hauen wir den Stream rein. Und in Zukunft kann es passieren, dass wir halt auch mehr streamen können. Nicht nur 2 Tage die Woche, vielleicht dann auch mal 3 Tage die Woche. Ne? Aber das klären wir dann, sobald das gelaufen ist, mal mit dem Bereitschaftsdienst und so weiter und so fort. Ne? Also, ich werde mir mehr Zeit für euch nehmen, auch wenn wir jetzt diese Woche ein bisschen Feuerlohe weniger haben. und ich nenn meinen. So. Gehen wir erstmal die Quests ab, die wir hier gemacht haben. Für Bomb-Sandy. Wom-Wom-Sandy, ne? K-Bucks Seele ist an 3, was Phylakterien gebunden, die durch sein Voodoo geschützt sind. Selbst wenn wir ihn vernichten würden, würde er, oder wird er, ne? Die sprechen da ja manchmal ein paar Buchstaben nicht aus, ne? So wie ich nicht lesen kann, können die nicht Hochdeutsch sprechen, ne? Schlimm ist das. Würde er sich einfach in denen neu bilden. Also ungefähr wie bei Harry Potter, ne? Die Horcruxe oder wie sie heißen. Ne? Ja, so ungefähr, ne? Jetzt, wo ihr die Fackeln entzündet habt, kehrt meine alte Macht zu mir zurück. Ich kann ein Pulver verzaubern, damit ihr durch Kelvax Voodoo hindurchkommt. Findet die Phylakterien und bringt sie zu mir. Wir werden Kelvax ins Auge blicken, wenn wir ihn vernichten. Sollte euch wohl warnen, das Pulver kann ein wenig in eurem Verstand rumfuschen. Nachdem ihr es benutzt, erwarten euch vielleicht Visionen. Habt Acht. Okay, krass. Wir kriegen Schuhe auf 200. Gelenke auf 200, das brauchen wir leider nicht, außer Los es dem wertet halt auf, Mann, ne? Wir sind dann Luft. ja doch noch ein bisschen besser equipped. Aber nur ein Tuck. Nur ein Tuck, 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 Tuck. Kelvax nutzt mächtiges Voodoo, die Art, die euch sofort töten kann, wenn ihr nicht aufpasst. Ich weiß, wie wir diese Magie aufhalten können, aber dafür brauchen wir Knochen, einen ganzen Haufen. So ein Glück, dass Kelvax eine riesige Armee von Skeletten hat. Aha. Ihr müsst dort hinausgehen und ihre Knochen sammeln. Bringt sie zu mir, dann nutze ich sie, um uns gegen sein Voodoo zu Die wappnen. Geister Okay. seien mit euch. Jo, und mit dir. Okay, wir nutzen das Pulver und haben unsere Hallos. Oder geht es? Ich glaube, es geht, ne? So, hier ist so ein Teil, ne? Ich glaube, das sind hier Visionen. Jetzt wollte ich mir gerade mal in Ruhe die Vision angucken. Jetzt versperrt mir das, ne? Er verwehrt es mir, so. Oh shit, dicker. Dann machen wir nochmal Aschenbälle drin, Alter. Wow! Alter! Hat das alles weggefetzt? Junge! Wir können aber auch austeilen als Paladin. Mega nice, wenn das so bleibt. Auch nach 116. Dann on top. Dann on top. So, jetzt gucken wir uns mal hier diese Vision an. Passiert hier noch was? Nee, ne? Aber ich denke mal, hier wird was getragen. Vision einer uralten Nasmani. Vision von Kul'jin, Todeswandler. Die weint. Also hier wird jemand zu Tode. Shinga, Todeswandler. Warte mal. Shinga und Kul'jin. Moment. Sind das nicht die beiden, die wir hier hatten? Kul'jin? Shinga, doch. Hatte ich doch richtig gelesen, ne? Okay, Leute. Das heißt, wir kriegen Visionen von den beiden. Das sind keine Visionen, die können wir angreifen. Da gehen wir, ey, ohne Witz, wir gehen jetzt einfach mal richtig hart rein und gucken mal, was unser Paladin hier alles so kann. Wir bauen mal ein paar Stacks auf. So, zünden mal Flügel. Und ballern hier mal richtig hart durch, würde ich mal so sagen, oder? Easy, Alter. Hätten wir gar nicht Flügel zünden brauchen, sagt er, ne? Ja, ich habe wieder übertrieben. Ah, okay. So. Priesters von Wurmsandi. Na, Mensch, ich guck hier doch gerade was, Digga. Sieht man das nicht, du
Kackskelett, Alter. Aber die neuen Models finde ich geil, ne? Von den Skeletten. Mega nice, mega nice. So. Priesterin. Okay. Hier sind schon nicht mehr die beiden. Sondern es wurde sozusagen nur noch in die Obhut gegeben der Priester, die hier arbeiten. Vielleicht. Bei Arbeiten ist das ja dann wahrscheinlich, ne? Die haben wir wahrscheinlich für Kohle gekriegt oder ein paar Gutscheine, wollte ich schon sagen. Wollte ich schon sagen, ne? Können sie im nächsten Baumarkt was einkaufen hier im Sumpf, ne? Falls wieder was absäuft oder so. Boah, ich bin mega begeistert von dem Damage. Das merkt man überhaupt nicht, ne? Nein, ich meine so Opfergaben, ne? Ich glaube nicht, dass die Priester oder dass die Götter an sich... Okay, hier in WoW... Mist. In WoW müssen wir das natürlich anders sehen. In echt... Ich gehe jetzt mal vom Echten aus, ja? Da haben die Priester früher Opfergaben gekriegt für alte Götter und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, da haben die das selber gefressen, die Scheiße, ne? Und haben die leeren Teller da wieder hingestellt, dass die Gläubigen denken, dass die Götter das gefressen haben. Hier ist es ja wieder was anderes. Oh, wir können hier was lesen. Hier ist es natürlich wieder was anderes. In WoW gibt es sie ja, ne? Sie haben... Oder können sich in Figuren verwandeln, in feste Formen einnehmen und so weiter und so fort. Und hier mit uns kämpfen, als Verbündete dienen, als Schutzgeister und so weiter und so fort. Das müssen wir halt berücksichtigen, ne? Was haben die denn dann gekriegt? Ja, ein bisschen Gold haben die wahrscheinlich trotzdem so schon abgezwackt, ne, die Priester. Ich möchte mal gucken, was hier steht. Oh, Erfolg. Legende der Loa Hirek. Hirek ist die Fledermaus, ne? Apropos, Loa... Das brauchen wir jetzt nicht lesen. Leute, guckt bei dem guten Craft die nächsten Videos von den Loas. Da ist das alles mit drinne. Ne? Da ist das alles mit drinne. Der Gute macht die Videos und Erklärungen zu den einzelnen Loan hier, Loas hier von den Zandalari-Trollen und so weiter und so fort. Falls euch das interessiert, storytechnisch, ne, guckt bei ihm mal rein. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich seid ihr sowieso alle von ihm hier mal rübergekommen. Ne? Also von daher wisst ihr schon Bescheid. Oder ihr habt es nicht mitgekriegt. Dann hier nochmal die Info. Guckt bei ihm mal rein. Vision Ketzers. Okay. Hier sind Ketzer. Vision von Kelvax. Kelvax! Das ist der. Ich hätte jetzt hier gerne schon ein bisschen Sound, ne? Also hier ist ein Ketzer. Der schickt ihn weg. Und er hat irgendwie gar keinen Bock darauf. So, das ist Kelvax. Okay. Da, um den geht es ja. Also das heißt, er war vorher ein Troll. Ja. Priester, wieder die Priester. Kein Bekannter. Man kann auch nicht... Ohne Witz, das ist die Leiche von Kelvax. Darum geht es ja, ne? Der ist ja ein bisschen ausgerastet. Und deswegen wird er hierher getragen oder gestorben, ne? Ganz einfach. Easy. So, da müssen wir hin. Das heißt, die zwei Dicken müssen wir kaputt machen. Alles klar, schnell hin. Ja, komm mal mit hier. Den nehmen wir auch noch mit. Hier sind wir zu dritt. Können wir ein bisschen kuscheln. Alles easy. So, nochmal ein AOE. Aschenwelle, Rinder. Leute, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Gibt dies das Geballer mit dem Paladin, ey. Holy Mamoli, sage ich dazu nur. Richtig, richtig geil. Vergesse ich schon wieder fast die Zeit, ne? Aber wir haben ja erst 8 Minuten, also alles cool. Wir haben auch keine Leben verloren. Mega easy, Mann. So, was passiert hier? Das sind die Ketzer. Die töten Kol'jin. Da ist Shinga. Ich glaube, die wurde auch getötet. Vision von Kelvax. Oh, Mann, ich gucke hier gerade mal. Lass mich doch mal ein bisschen mal gucken. Ne? Ein bisschen Kugel machen. So, bloß abhauen hier. Okay, krass. Er gehört zu den... Ah, pass mal auf, der wurde nicht von den Ketzern weggeschickt. Er wurde beeinflusst von denen und haut jetzt mit denen ab. So sieht das nämlich aus. So sieht das jetzt nämlich aus. Und hier hinten haben wir eine Truhe. Sogar zwei, die gönnen wir uns jetzt mal schnell. Heftig, Leute. Ja, da. Moment. Was ist denn das für ein Leichnam gewesen, wen man weggetragen hat? Wenn da Kelvax ist,
das Kelbax ist. Ich dachte, das ist so eine kleine Geschichte. Man hat den transportiert hier da vorne. Ich dachte, das wäre jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Kelbax, der Sohn von den beiden. Aber wenn er da läuft, dann ist er ja gar nicht tot. Dann wurde er ja nicht weggetragen. Hm. Vielleicht werden wir jetzt gleich was erfahren. Wir haben ja die Quest zu Ende, na? Oder was haben wir hier? Nee, alles gut. Die Quest ist vorbei. Wir haben alles gemacht und getan. Gehen wir jetzt mal ab und gucken mal, was dabei rumkommt, was wir jetzt so entdeckt haben. Und ob das alles so passt. Ja, so ein guter Detektiv Conan bin ich halt nicht, ne? Bin ich halt nicht. So, hier hast du die Knochen, mein Besser. Bitteschön. Dann haben wir hier die Horcruxe, geben wir dir mal. So, was nehmen wir denn? Ja, ne? Keine Ahnung. Nehmen wir die Handgelenke, komm, scheiß drauf. Die werten sogar auf. 208, schade. Okay, fast. So, das ist aber nicht mehr Kelbax, den wir eben gesehen haben in dieser kleinen Vision, ne? Wir sind bereit, Kelbax zu töten, damit Wurm Sandy über seine Seele richten kann. Bevor ihr loslegt, solltet ihr noch was wissen. Kelbax war unser Sohn. Habe ich es nicht gesagt? Deshalb gab Wurm Sandy uns die Aufgabe, seinen Wahnsinn zu stoppen. Keine Ahnung, was Kelbax dazu führte, sich vor Jahrhunderten von unserem Glauben abzuwenden, aber so ist es nun. Selbst ohne seine Untoten ist Kelbax sehr mächtig. Seid vorbereitet, das ist unsere Chance, ihm ein Ende zu setzen und Ruhe zu finden. Seit Jahrhunderten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da hätte ich auch mal Bock wieder mal endlich Ruhe zu finden. So, da in der Mitte müssen wir hoch, ne? Ich will aber nicht nochmal kämpfen. Nein. Ich gehe euch lieber aus dem Weg. So, da ist der Dicke. So. Judy, was machen wir? Zünden wir alles? Ne, wir gucken erstmal, was er kann, ne? Wir gucken mal, was er kann. So, erstmal alles aufbauen in Ruhe. Ne? Ja, hier nochmal rein. Alter, der kann ja gar nichts. Easy peasy. Einmal rausgehen. Ach ja, stimmt. Genau, das kenne ich. Das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Jetzt müssen wir gucken, mal gucken, was hier passiert. Turische Sterbliche, meine Armeen werden euch zerstören. Ihr werdet alle meine Sklaven sein. Was? Wo sind meine Zombies, meine Skelette? Was passiert hier? Es ist jetzt egal. Ich habe Aufstieg und Fall dieser Zivilisation gesehen. Ihr werdet... Wir lesen gleich weiter. Wir lesen das uns auf jeden Fall durch. Und so viel Leben verliere ich hier gar nicht. Dann können wir in Ruhe auf den weiter einhauen. Ich möchte das gerne wissen, was hier passiert, ne? Merkt ihr gerade, ne? So, dann haben wir ihn kaputt gebasht. Jetzt können wir mal gucken, was hier passiert ist eben gerade. Als er auch dann irgendwie von den ganzen anderen eingefriest wurde oder sowas. Es ist jetzt egal. Ich habe den Aufstieg und Fall dieser Zivilisation gesehen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Dann kommt Kelbax. Todeswandler schreit... Aha, okay. Es reicht. Der Blutgott fordert eure Vernichtung. Mann. Und ich werde sie vollstrecken. Wurm Sandy sei verdammt. Okay. Also... Er gehört auch zu Gehuhn. Shinga, Kelbax, genug jetzt. Mutter, Vater, euer Geist... Moment. Das sagt Kelbax. Euer Geist ist sind nur Futter für den Blutgott. Todesdiener. Zeit für Wurm Sandy Urteil. Wir haben die Phylakterien und Dulmuda hat mir die Knochen besorgt, um dein Voodoo zu binden. Okay, dann verkackt das halt hier. Kelbax ist wieder verwundbar. Jetzt liegt es an euch. Pah, Fluch über euch und Fluch über Wurm Sandy. Meine Seele kriegt er nicht. Okay. Nein, Gun hat versprochen, dass ich niemals besiegt werden kann. Ah, guckt mal einer an, ne? Man sollte nie jemanden glauben, den man nicht privat kennt, ne? Ja, 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 immer diese schönen Versprechungen, Alter. Richtig, richtig böse, ey. Wie kann das ausgehen, mein Hübscher, ne? So, da ist er doch, ne? Kelbax, mein Bester. Junge, habe ich fast zwei Episoden hier für dich aufgegeben, ne? Junge, 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 gucken wir mal. Ich hör zu. Das war's dann wohl. Wie ihr seht, ist Kelbax in seinen Phylakterien gefangen. Jetzt müssen wir nur noch die Behälter vernichten, damit Wurm Sandy über ihn urteilen kann. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Möge Wurm Sandy über euch wachen.
und mögt ihr weise genug sein, um zu entscheiden, wann ihr euch auf einen Handel mit ihm einlassen solltet. Alles klar, danke für den Tipp. Sehen alles. Ich weiß, dass hier noch was passiert. Mutter, Vater, es tut mir leid. Bitte vergebt mir und legt bei Bomsani ein gutes Wort für mich ein. Aha, jetzt auf einmal, ne? Jetzt ist es zu spät, mein Sohn. Du hast dich entschlossen, Bomsani zu verraten. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Nein, Mutter, tu was. Dein Schicksal liegt jetzt in Bomsani Hände. Hoff mal besser, er gewährt dir mehr Gnade als wir. Nein, ich kann Bomsani nicht sehen. Ich will nicht. Bitte, hört auf. Tja, Pech gehabt, ne? Auch Eltern können hart sein. Und ganz besonders, wenn man hier gefangen genommen wird oder gefangen gehalten wird, um dieses Übel zu vernichten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und jetzt sind sie frei. Endlich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Macht es gut. Okay, cool. Cool, Leute. Haben wir doch mal ein paar guten Leuten geholfen, ne, den Loa immer noch treu sind und nicht zu Grun gewechselt sind. In diesem Fall, Leute, jetzt kann ich es endlich sagen. Wir sehen uns dann am Freitag, den 5.10. wieder zum nächsten Stream. Und vorher kommen auch keine Videos. Ne? Ihr wisst, ich bin im Urlaub. Wenn ihr das seht, bin ich auf jeden Fall im Urlaub. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am Freitag. Macht es gut. Bis bald.